Woran kannst du erkennen, ob eine Aktie steigt oder fällt? Und wo ist es überhaupt sinnvoll, in eine Aktie einzusteigen und wo auch wieder einen Stopp zu setzen? All das kann uns die Charttechnik beantworten. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und heute sprechen wir mal über die Grundlagen der Charttechnik und schauen uns ein paar Beispiele an, wo wir Muster erkennen und die uns dann auch weiter sagen können oder die uns gezeigt haben, wie es denn dann weiterging. Jetzt ist die erste Frage: Was ist Charttechnik denn überhaupt? Und bei Charttechnik stellen wir uns natürlich erstmal so ein Bild vor und dann ist die Frage: Was erkenne ich denn darauf? Jetzt vielleicht mal das erste Missverständnis, mit dem wir aufräumen müssen. Charttechnik versucht nicht zu prognostizieren, wo der Kurs denn hingeht, sondern die Charttechnik sagt einfach nur, so sieht's aus und wenn das passiert, dann solltest du das tun. Und genau das versuchen wir mit Charttechnik eben auch zu tun. Wir haben gleitende Durchschnitte, das heißt, wir haben zum Beispiel automatische Charttechnik, mit der wir das ein oder andere erkennen. Wir zeichnen aber eben auch mit Linien, Diagrammen, Unterstützungen, Kurven oder ähnlichem auch Charttechnik ein, die uns hilft, besser einzuschätzen, was denn der Kurs aktuell getan hat und worauf wir achten müssen, wenn der Kurs sich weiter bewegt. Die Idee dahinter ist auch, dass der Kurs bzw. dass der Preis, den wir im Chart angezeigt bekommen von einer Aktie, alles weiß. Es ist alles mit drin, wie zum Beispiel auch irgendwelche Gerüchte, irgendwelche Finanzzahlen, Wachstumsvorstellungen, aber eben auch, wenn man davon ausgeht, dass das Unternehmen keine rosige Zukunft hat, dass all das schon in diesem Preis inkludiert ist. Und deswegen sagt man ja auch so oft, dass die Börse die Zukunft handelt und nicht das, was wir rückwirkend zum Beispiel als Quartals- oder Jahresabschlüsse sehen. Das Erste, was wir uns jetzt mal anschauen hier bei der Charttechnik, sind die Charts an sich. Was wir hier vor uns haben, ist nämlich ein Linienchart. Und was wir hier sehen, sind die Verbindungen als Linie von Schlusskursen. Das heißt, jede dieser Zacken hier ist ein Schlusskurs des jeweiligen unterliegenden Wertes. In diesem Fall haben wir hier den amerikanischen Index S&P 500 im Monatschart. Das heißt, jeder dieser Spitzen hier zeigt einen Monat an. Man kann das Ganze auch zum Beispiel, anstatt dass man den Schlusskurs nimmt, den Eröffnungskurs nehmen oder den Mittelwert des jeweiligen Monats oder Tages oder was auch immer. Und damit habe ich hier in meiner Liniendarstellung eben immer auch nur eine Information, die mir angezeigt wird. Hat den Vorteil, ich habe es sehr einfach, ich sehe relativ wenige Informationen, ich kann mich auf das Wesentliche konzentrieren. Aber der Nachteil ist natürlich auch offensichtlich, ich habe nicht so viel Informationen wie zum Beispiel im Kerzenchart bzw. in der Kerzendarstellung. Jetzt sieht das Ganze etwas wirrer aus, ist aber der gleiche Chart wie den wir vorher auch schon angesehen haben, nur eben mit diesen Kerzen. Wenn die Kerzen grün sind, dann war der Monat, der Tag, die Stunde, wie auch immer, war eben positiv. Wenn sie rot ist, dann war der jeweilige Zeithorizont negativ. Jetzt schauen wir uns mal solche Kerzen beispielhaft an und fangen wir hier einfach mal mit der grünen an. Was sehen wir hier? Wir haben hier unten die Eröffnung, das ist der Anfang dieses dicken Balkens. Der Ende des dicken Balkens ist dann der Schlusskurs des jeweiligen Monats, Tages oder was auch immer. Die obere Spitze dieses Dochts, deswegen auch Kerze, das ist das Hoch. Und das, was hier unten rausschaut, das ist dann das jeweilige Tief. Das Ganze gilt im Prinzip genauso, wenn es eine Monatsabwärtskerze ist. Wir haben hier oben immer noch diesen Docht fürs Hoch und diesen Docht fürs Tief. Aber natürlich verschiebt sich das Ganze, weil es ist ja negativ. Das heißt, der Schlusskurs muss unter der Öffnung sein. Deswegen ist die Eröffnung in dem Fall hier oben und der Schlusskurs hier unten. Das heißt, ich habe am Schluss mal eigentlich fünf Informationen in dieser Kerze verbaut. Ich habe das Hoch, ich habe das Tief, ich habe die Eröffnung, ich habe den Schluss und ich weiß auch, ob das Ganze jetzt positiv oder negativ ausgegangen ist in dem jeweiligen Zeithorizont anhand der grünen oder der roten Farbe. Es gibt noch ganz verschiedene Varianten davon, wie die Kerze ausschaut, aber das ist jetzt hier mal die gängigste. Und wenn man das Grundprinzip verstanden hat, dann ist es auch relativ einfach, diese Kerzencharts zu lesen. Wir werden uns auch diese Kerzencharts jetzt im Folgenden bei den ganzen Unternehmensbeispielen, die wir angucken, immer wieder anschauen, denn ich habe einfach mehr Informationen. Und wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann ist das eigentlich eine sehr schöne Art, ja, die Chartanalyse zu betreiben. So, dann gehen wir mal auf die erste Chartanalyse ein und das ist die gängigste, die eigentlich auch jeder in seinem Chartprogramm irgendwie mit drin hat, ohne eine genaue Strategie dahinter zu haben,
wie er denn damit umgeht. Und ich rede von den gleitenden Durchschnitten. Die gängigsten, die es da so gibt, die habe ich jetzt hier mal eingezeichnet. Das ist der 21er, der 50er und der 200er gleitende Durchschnitt. Es gibt auch noch exponentielle Durchschnitte. Das heißt, die letzten Kurse werden etwas stärker in die Berechnung gewichtet. Hier haben wir die standardgleitenden Durchschnitte. Wir reden hier immer noch über den S&P 500. Das sind jetzt aber Wochenkerzen. Das heißt, es ist eben auch 50 Wochen zum Beispiel, die hier zurückgehen, 21 Wochen oder 200 Wochen, wo jetzt hier eben der Durchschnitt gebildet wird. Was wir ganz gut sehen, ist, dass natürlich der 21er sehr viel mehr zuckelt. Das heißt natürlich auch, gerade wenn ich jetzt häufiger ein- oder aussteige, wenn ich etwas kürzer im Markt sein will, dann ist der 21er etwas griffiger. Der 50er ist dann schon etwas langfristiger und wir sehen hier auch ganz gut, wie er als Unterstützung dient bei etwas langfristigeren Aufwärtstrends. Und beim 200er sehen wir, was für eine starke Unterstützung er ist. Wir haben hier zum Beispiel Ende 2018, im Dezember gab es da nochmal so einen Einbruch, hat er eben hier als Unterstützung gedient. Hier bei Corona hat es dafür eben nicht gereicht. Aber wir sehen auch, wie es hier einige Hochs gab dazwischen, wo die Kurse auch wieder nach unten gedreht haben, weil sie nicht über den 200er Moving Average drüber hinausgekommen sind. Das heißt, diese gleitenden Durchschnitte helfen uns schon mal sehr gut zu sehen, wo ist denn aktuell der Kurs. Bricht er gerade durch gewisse Level durch oder eben nicht? Und er hilft auch ganz gut einzuschätzen, wie ich denn meine Strategie planen sollte, wo ich meine Stops vielleicht setzen sollte oder wo ich eben auch einsteigen kann in einen Kurs. Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr in die manuelle Chartanalyse und fangen mal mit etwas ganz Einfachem an oder etwas ganz Grundlegendem. Steigt eine Aktie? Und das erkennen wir natürlich ganz einfach hier an einem Aufwärtstrend. Und zwar hier jetzt am Beispiel Microsoft. Wir gucken jetzt im Folgenden immer auf Unternehmensbeispiele in Wochencharts. Und ich zeige auch ganz am Schluss als Disclaimer noch, in welche Unternehmen ich davon investiert bin. Nur, dass ihr jetzt nicht in irgendein Unternehmen investiert, das steigt und ich profitiere dann vielleicht sogar noch davon. Das wäre schrecklich. So, was wir hier sehen ist, wir haben hier mehrere Unterstützungen seit Ende 2016 bis heute. Da sehen wir eigentlich einen sehr guten und langfristigen Aufwärtstrend. Wir sehen, dass sich dieser Aufwärtstrend hier sogar nochmal beschleunigt hat. Wir könnten hier noch weitere Linien einzeichnen, aber wir sehen ganz grundsätzlich, dass Microsoft in einem Aufwärtstrend ist. Das Ganze können wir auch umgekehrt uns natürlich ausschauen. Zum Beispiel hier ein Abwärtstrend bei der Deutschen Bank. Hier sind wir so ungefähr von 2018 an, sehen wir, wie es bergab geht. Hier gab es jetzt so ein bisschen Aufwärtsentwicklung seit Corona, aber wir sehen eben auch, dass es jetzt hier eher langfristig mal abwärts geht und wir weiterhin in einem intakten Abwärtstrend sind. Als dritten im Bunde gibt es dann noch den Seitwärtskanal oder Seitwärtstrend, je nachdem, wie man es bezeichnen will. Wir reden hier über Walt Disney und dann sehen wir eben auch hier so ab 2017 bis 2019, wie sich das Ganze so in einem gewissen Kanal bewegt hat. Das ist zwar mal ein bisschen ausgebrochen oder mal ein bisschen hier nach unten, nach oben raus, aber so einen richtigen Ausbruch, den gab es jetzt dann erst hier, Anfang 2019, da hat Disney, Disney Plus den Streamingdienst angekündigt. Das war dann der Katalysator, um eben aus diesem langfristigen Trend auszubrechen und ist jetzt natürlich durch Corona wieder zusammengebrochen. Aber so erkennt man auch ganz gut, wo bewegt sich denn die Aktie im Moment seitwärts und ab wo kann ich denn ungefähr sinnvoll in eine Aktie investieren, weil jetzt ist vielleicht der Ausbruch nach oben oder man muss eben aufpassen, weil der Ausbruch nach unten kommt. Etwas spannender wird es, wenn wir uns mal anschauen oder wenn uns auch interessiert, kehrt sich denn jetzt vielleicht die Entwicklung der Aktie um? Und das sind die sogenannten Umkehrformationen. Und da gibt es hier zum einen mal das Doppel-Bottom, also der doppelte Boden. Und da sehen wir hier anhand von SAP, es gab hier mal so 2019, Ende 2018, mal so eine Bodenentwicklung. Jetzt hier zu Corona ebenfalls. Ganz interessant, dass es hier im ähnlichen Bereich wieder gedreht hat. Mal kurz einen Dip drunter und seitdem jetzt eben nach oben geht. Und das sind eben solche doppelten Unterstützungen, kann man sagen, wo der Kurs eine sehr starke Unterstützung hat, wo viele Käufer wieder in den Markt reinkommen und den Kurs dann einfach über diesem Level hier halten. Das Ganze gibt es genau auch umgekehrt mit Doppeltop. Das sehen wir hier bei der Lufthansa, ebenfalls wie bei der Deutschen Bank, ging es hier ab 2018 bergab. Dann hat sich hier so ein kleines Zwischenhoch gebildet. Hier hat man nochmal versucht, drüber hinauszukommen, aber wir sehen, es gab keinen wirklichen Anstieg und dann kam eben hier von die Umkehr. Dann ist das Ganze hier unten drunter ausgebrochen und seitdem und nicht erst seit Corona ist die Deutsche Lufthansa hier jetzt auch in einem Abwärtstrend und hier sehen wir eben so zwei Doppeltops. Das Ganze gibt es noch in einer etwas abgewandelten, vielleicht auch ein bisschen komplizierteren Formation. Das nennt sich dann SKS bzw. Schulter und Kopf, also Schulter, Kopf, Schulter Formation. Und dann haben wir hier noch eine Nackenlinie. Das heißt, wir haben hier ein etwas tieferes Tief, das gefolgt wird von einem höheren, ein Hoch, Entschuldigung, gefolgt von einem höheren Hoch und dann kommt nochmal ein tieferes Hoch.
Das bildet dann hier diese Schulterkopf-Schulter-Formulation. Dann kann man hier so eine Nackenlinie reinziehen. Und dann sieht man, wenn der Kurs hier drunter geht, dann geht es meistens auch wirklich bergab. Das Ganze gibt es auch umgedreht. Dann steht sozusagen steht man auf dem Kopf. Dann gibt es Schulterkopf, Schulter auf dem Kopf. Habe ich jetzt nicht eingezeichnet, aber das ist im Prinzip das Gleiche nochmal umgekehrt. Wir sehen, dass es dann auch im Nachgang hier bei BASF tatsächlich bergab ging. Das Ganze ist natürlich auch interessant zu sehen, wenn sich denn die Kurse weiter fortsetzen oder wir schauen wollen, geht es denn jetzt weiter bergauf oder geht es weiter bergab? Und da gibt es solche Dreiecksformationen, wie hier zum Beispiel bei Apple. Da sehen wir hier, dass sich Anfang 2020 hier so ein Hoch gebildet hat. Dann kam Corona, es ging runter. Ab dann ging es nach oben. Wir können hier so eine Linie einziehen, wir können hier die Unterstützung einziehen und sehen, okay, es ist nicht nach unten ausgebrochen, diese Unterstützung. Also dieses hat sich kein Doppeltop entwickelt, kein doppeltes Dach, sondern es wurde einfach überschritten und dann sehen wir, das ist eine ziemlich gute Unterstützung bzw. eine ziemlich gute Fortsetzung und es wird wahrscheinlich weiter bergauf gehen. Das gleiche sehen wir hier bei Daimler, nur umgedreht, das heißt, das ist ein Dreieck, was nach unten geht. Daimler hat sich dann hier Ende 2019 mal ein bisschen nach oben bewegt, dann ging es in einer schönen geraden Linie hier über Wochen nach unten, hier kam die Unterstützungslinie rein und dann ging es nur bergab, auch schon vor Corona und dann hätte man eigentlich sogar schon vor Corona durchaus Anfang 2020 hier in den ersten Wochen die Reißleine ziehen können. Man hätte gesehen, okay, es ist keine Auflösung nach oben, sondern der Kurs geht tatsächlich nach unten. Jetzt gibt es noch eine weitere Formation, die sogenannte Flaggenkonstellation. Das ist hier Amazon. Langfristige Seitenlinie sehen wir hier, Ausbruch nach oben. Übrigens ganz typisch bei Amazon, dass die lange in Seitenbewegungen sind, dann dynamisch nach oben ausbrechen. Hier war es Corona. Erst kam hier so ein bisschen die Zweifel, dann hat man gesehen, Amazon profitiert eher davon. Und jetzt befindet sich es hier eher in so einer Art Flagge, ist hier schon mal ausgebrochen. Je nachdem, wie man es natürlich zeichnet, ist es vielleicht auch schon mal unten drunter ausgebrochen. Aber wenn das jetzt hier tatsächlich langfristig, wenn das jetzt hier wirklich diese Range verlassen würde, dann könnte man davon ausgehen, dass Amazon noch weiter steigt. Umgekehrt natürlich auch, wenn es diese Flaggenformation nach unten verlässt, könnte man davon ausgehen, dass es auch weiter nach unten geht. Und so sieht man eigentlich ganz gut mit ein paar ganz einfachen Mitteln, dass die Charttechnik einem durchaus helfen kann, die eigenen Aktien, die man im Depot hat, einzuschätzen. Geht es weiter bergauf, geht es weiter bergab? Gar nicht so sehr zu prognostizieren, sondern einfach mal zu schauen, welche Formationen bilden sich denn bei den Aktien und wo müsste ich aufpassen, wenn ich dann in eine Aktie investiert bin? Wo sollte ich vielleicht meine Stops hinsetzen? Und auf der anderen Seite auch, wo wird es denn interessant, wenn ich in eine Aktie investieren will? Wo sind Unterstützungslinien, die vielleicht dann überschritten werden und wo ein guter Zeitpunkt ist, dann mal einzusteigen? Das Ganze kann hier natürlich jetzt wirklich mal nur eine ganz grundsätzliche, ja, ein Blick in die Charttechnik sein, deswegen auch die absoluten Grundlagen hier. Wenn euch das interessiert, dann seid doch so nett, schreibt mir bitte gerne mal in die Kommentare, wenn ihr mehr über Charttechnik wissen wollt oder wenn ihr Fragen noch zu diesen Chartanalysen hier habt. Und ansonsten jetzt hier nochmal zum Schluss mein Disclaimer: Ich bin momentan mit meinen Depots in die SAP investiert und in Apple und Amazon, wie soll es auch anders sein? Und hoffe, bei euch waren jetzt auch ein paar Unternehmen dabei und ihr konntet für euch da durchaus was mitnehmen. Falls ja, würde es mich freuen und dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg an den Börsen. Macht's gut, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.